Neugier jetzt stillen. Der BLAS 75710 ist mehr als 20 Meter lang, über 8 Meter hoch und 9,75 Meter breit. Das sind in etwa die Ausmaße eines Doppelhauses. Beladen mit bis zu 450 Tonnen kommt der Riesen-Muldenkipper auf 810 Tonnen Gesamtgewicht. Angetrieben wird der BLAS von zwei Motoren, zusammen kommen die beiden Aggregate auf 4600 PS. Der Rahmen und die Plattform bestehen aus hochfestem Stahl. Die Reifen sind mit 4 Metern Durchmessern so hoch wie ein normaler LKW und wiegen pro Stück 5,8 Tonnen. Leer bringt der 8 Meter hohe Vierachser 360 Tonnen auf die Waage. BLAS 75710 wurde speziell für große Bergbaubetriebe entwickelt. Er kommt auch im Tagebauminen zum Einsatz. Boca Vanguard. Das hier ist ein Frachtschiff, das den Titel des größten und schwersten der Welt trägt. Die Boca Vanguard ist das größte halb absenkbare Schwerlasthebeschiff der Welt. Spezialisten der niederländischen Firma Dockwise mussten 240 Millionen Dollar ausgeben, um ein Schiff zu erhalten, das 110 Tonnen Fracht transportieren kann. Natürlich wurde das Schiff nicht für den Transport gewöhnlicher Frachtcontainer geschaffen. Für diese Zwecke reichen kleinere Schiffe aus. Das Schiff wird für große oder komplizierte Fracht verwendet. Die Mission von Boca Vanguard ist der Transport von schwimmenden Arbeitsplattformen, die 10.000 Tonnen schwer sein können. Obwohl die Miete des Schiffs viel Geld kostet, ermöglicht Boca Vanguard Ölunternehmen, Geld zu sparen. Denn die Zeit- und Transportkosten werden letztendlich reduziert. Das Schiff wurde von 2011 bis 2012 gebaut. Obwohl seitdem fast 10 Jahre vergangen sind, macht es seine Arbeit immer noch recht erfolgreich. Güllemixer. Obwohl Gülle bei den meisten Menschen außer Ekel keine Reaktion hervorruft, ist sie in der Landwirtschaft eine wertvolle Ressource. Ein Großteil kommt traditionell direkt als Dünger auf die Felder zum Einsatz. Zur Erzeugung von Biogas wird die Gülle in gasdichte Behälter gefüllt. Dieser Güllemixer ist eine Lösung, wenn in Biogasanlagen, Güllebehältern, Kläranlagen und Deponien aufgerührt werden muss. Die Güllemixer verteilen das Material homogen im Fermenter, damit die Mikroorganismen ihre Nahrung optimal verwerten können. Eine Grundvoraussetzung für eine hohe Gasausbeute. Die starken Rührwerke an äußerst beweglichen Armen ermöglichen es, auch bei schwierigen Bedingungen die Masse effektiv aufzurühren. Die Maschine wurde von Spezialisten der deutschen Firma Hölzel entwickelt. Liebherr LR 1750. Das ist ein Raupenkran, der von Experten der deutschen Firma Liebherr entwickelt wurde. Der Raupenkran ist universell einsetzbar und findet seine Einsätze in Kraftwerken, Raffinerien, auf Brückenbaustellen sowie in der Montage von Windkraftanlagen. Obwohl die maximale Tragfähigkeit 750 Tonnen und die Hubhöhe 191 Meter beträgt, hat der Kran eine relativ kompakte Größe. Die kompakten Abmessungen der Kranbauteile ermöglichen einen wirtschaftlichen Krantransport zur Baustelle. Der maximale Radius des Auslegers beträgt 156 Meter. Eine weitere Besonderheit des Krans soll für eine deutliche Zeitersparnis beim Arbeiten im Windpark sorgen, der Vario-Tray. Dieser teilbare Derrick-Ballast soll ermöglichen, dass nur die zum Aufrichten des Kranauslegers vollbepackte Ballastpalette für die Montage der Windkraftanlage nicht eigens abgestapelt werden muss. Kabelleger Endurance. Die Wartung der Offshore-Umgebung ist eine große Branche, in der die erstaunlichsten Maschinen zum Einsatz kommen. Für die Stromversorgung und Übertragung müssen auf dem Meeresboden selbstverständlich Kabel verlegt werden. Endurance vom niederländischen Unternehmen Boskalis ist ein Mehrzweckschiff, das sich für ein breites Aufgabenspektrum eignet. Es soll gleichermaßen Kabel oder Steine auf dem Meeresgrund verlegen können und bei Offshore-Konstruktionen, Bergungsarbeiten oder der Unterstützung von Tauchern einsetzbar sein. Das Schiff verlegt Kabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 km/h. Es ist mit einem 25 Meter langen Kran ausgestattet und hat eine Wasserverdrängung von etwas mehr als 12 Tonnen. Royal Mac H32. Die nächste erstaunliche Vorrichtung ist ein hydraulischer Betonverteiler.
Die Maschine wird vom türkischen Unternehmen Royal Mech gebaut. Auf einer großen Baustelle ist sie unverzichtbar und spart viel Zeit und Geld. Die Maschine erhält die frisch zubereitete Betonmischung von der Betonpumpe. Mit einem speziellen Ausleger kommt die Mischung in das Gerät hinein. Der Radius der Erfassungsfläche des Royal Mech H32 beträgt 32 Meter. Das Maschinengewicht beträgt 13 Tonnen. Der Betonverteiler kommt bei sehr großen Bauprojekten zum Einsatz, beispielsweise bei Flugplätzen, einer hydraulischen Konstruktion oder einem Gebäude, das aus großen Abschnitten besteht. Darüber hinaus wird der Betonverteiler eingesetzt, wenn die Gießstelle schwer zu erreichen ist und mit einer herkömmlichen Betonpumpe nicht hochgefahren werden kann. Doosan DA40-5. Ihr habt heute bereits einen normalen Muldenkipper gesehen. Jetzt wollen wir euch einen ungewöhnlichen Muldenkipper zeigen. Mit einer Nutzlast von 40 Tonnen bewältigt der DA40-5 der südkoreanischen Marke Doosan selbst unter schwierigsten Geländebedingungen eine Vielzahl von Erdaushub-, Bergbau- und Steinbrucharbeiten. Unabhängig von der Arbeitssituation bietet die geräumige Kabine des DA40 dem Fahrer überragenden Komfort bei geringem Geräuschpegel sowie moderne, bequeme Bedienelemente. Eine Scherenheckklappe gehört zur Sonderausrüstung. Der Rahmen ist beweglich. Er ist in zwei Abschnitte unterteilt, die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Somit bewegen sich die beiden Teile des Muldenkippers unabhängig voneinander. Der DA40-5 ist ein Hightech-Muldenkipper mit einer Leistung von 500 PS. Obwohl er ziemlich kompakt ist, kann er bis zu 40 Tonnen schwere Lasten transportieren. CAT D10T und D11T. Die Vielseitigkeit dieser erstaunlichen Bulldozer besteht darin, dass sie sowohl auf der Baustelle als auch im Steinbruch gleichermaßen gut arbeiten. Wir zeigen euch zwei Hochleistungsmaschinen. Dies sind die Modelle D10T und D11T des amerikanischen Herstellers Caterpillar. Beide zeichnen sich durch hohe Leistung sowie durch eine extreme lange Lebensdauer aus. CAT D10T ist mit einem 766 PS Motor ausgestattet, sein Betriebsgewicht beträgt 70 Tonnen. Das Modell D11T ist etwas größer, hier beträgt das Betriebsgewicht bereits 104 Tonnen. Beide Bulldozer können mit einer Kippe oder einem Reißer als Anbaugerät ausgestattet werden. Suction Cutter Dredger. Nicht immer befinden sich Steine, Sand oder andere Stoffe, die für den Menschen nützlich sind, auf der Erdoberfläche. Manchmal muss man dafür tief ins Wasser tauchen und dafür braucht man Saugbagger wie die auf dem Bildschirm. Saugbagger eignet sich vor allem zum Saugen von trockenen Materialien wie Sand, Erde, Kies und Steine. Aber auch Schlamm und Wasser kann mit einem Saugbagger abgesaugt werden. Die Vorrichtung besteht aus einer Pumpe, einem Motor und mehreren Rohrleitungen. Die Pumpe erzeugt das Vakuum. Durch die Druckdifferenz von Tank und Außenumgebung wird das Material in den Tank gezogen. Das Video zeigt zwei Saugbagger der niederländischen Marke Damen, die sich in puncto Leistung unterscheiden. CSD 350 wiegt 55 Tonnen, arbeitet in einer Tiefe von 9 Metern und produziert bis zu 2000 Kubikmeter Material pro Stunde. Die Maschine ist mit einem leistungsstarken Schneidwerkzeug ausgestattet. Das zweite Modell, CSD 500, wurde speziell für den Tiefseebetrieb entwickelt. Hier beträgt die Produktivität bereits 4000 Kubikmeter Material pro Stunde. Das Gewicht der Maschine beträgt 220 Tonnen und die maximale Arbeitstiefe 25 Meter. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen! Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen! Willkommen bei Braintime! Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft! Wissenswertes über